Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walkaround. So, jetzt mal ein bisschen ressengebuffter durch Appalachia. Alles gilt so halbe Stunde bis auf Eichhörnchen-Eintopf, der ist natürlich eine Stunde. Und jetzt sieht man mal, was ich jetzt hier alles so Schönes jetzt dabei habe. Wir haben jetzt hier quasi Schadensresistenz, Bonus-EP, Ausdauer, Tragkapazität, Intelligenz, Max-AP, Nahkampfschaden, Hunger und Durst, naja gut, das ist das Kaugummi, plus ein bisschen AP, Stechflügel und also Stärke, Wahrnehmung und Max-AP. Ich habe sogar diesmal Fastnachtwürstchen hergestellt. Geht aber auch ein Blutkäfer-Steak, kommt aufs selbe hinaus. So. Halbe Stunde, wir haben jetzt noch ein bisschen Leveling vor uns, dementsprechend fangen wir mal an. Ich starte jetzt einmal Harper's Fury. Wir machen jetzt quasi so eine kleine Ghoul-Runde. Gerade auch, wenn man jetzt ein paar Drogen braucht, sind Kronenghule immer sehr schöne Anlaufstellen. Ding eigentlich auch immer gut Nacht voller Gewalt, aber wenn man keine Nacht voller Gewalt hat, aber trotzdem versucht nochmal ein paar Drogen zu finden, anstatt sie zu craften. Harper's Fury. So, aber zuerst machen wir keine Ghule, sondern wir haben Verbrannte. Wir machen einmal obenrum frei. Und 700 pro Verbrannten kann sich eigentlich auch sehen lassen. Jetzt mit Doppel-EP. Werden wir mal die 100er erwischen. Weil die 75er sind da ein bisschen schwächlicher auf der Brust. So, eigentlich kann ich ja hier mit den Gleisgewehr durch die Gegend laufen. So. Nehmen wir auch gleich ein bisschen was mit. Hier können wir nämlich auch gleich nochmal verwerten. Wir laufen jetzt quasi einmal hier die Runde. Wir haben hier entweder Supermutanten, Ghule oder Verbrannte. Ghule eigentlich eher seltener. Meistens sind es halt die Verbrannten. Wollen wir jetzt ein bisschen aufpassen wegen Sprengstoff von denen. So. Ein bisschen zu früh gehopst. So. Wo ist der letzte? Bist du hingesprungen? Egal, nehmen wir erstmal alles mit hier. Aha, hab dich gefunden. Hast dich hier hinten versteckt. So, wie gesagt, machen wir jetzt kleine Levelrunde. Dementsprechend Harper's Fury. Obenrum lohnt sich meistens. Meistens hat man hier Verbrannte oder Supermutanten. Dementsprechend kann man hier einmal kurz durch die Gassen durchgehen, sich die Supermutanten oder Verbrannten schnappen. Verbrannte halt immer gut für Munitionsrework, falls man dann mal ein bisschen was braucht. Oder halt Supermutanten, um halt 1000 EP für einen Supermutanten zu bekommen. Ich war sogar schon am Überlegen, die Wackelpuppe mit einzubauen, aber die nehme ich dann halt, wenn es ein bisschen höheres Level ist. Und kein Doppel-EP, dann hat man halt auch wieder ein bisschen gut was zum Leveln. Ist ja jetzt eigentlich nur gerade durch Doppel-EP. Ich vergesse hier jedes Mal, wo ich hier hin muss. Ach, hier ist die Treppe. So. Wie gesagt, sind eigentlich keine starken Gegner. So. Schlimmste sind hier eigentlich ein paar Geschütze. Wollen wir aber mal kurz was reindrücken hier. Verzichte ich mal kurz ein bisschen auf Nerdwood. Aber die Geschütze sind schon nicht ohne. So. Jetzt an und für sich erstmal nur ein bisschen freirollen, um ein bisschen Bonus-EP mitzuziehen. Ja, aber. Jetzt. Gut. 556 nehmen wir auch mit. Kein Problem. Jetzt nochmal Hundis und das letzte Geschütz. Und die letzten oder vorletzten Mutanten sind es ja jetzt. Ja, hat nicht ganz gereicht. So, jetzt aber. Das Gute ist, wenn man jetzt hier quasi alles mitnimmt, kann man hier gut nochmal ein bisschen was an Schrott sammeln und an EP. Und hier einmal kurz verwerten. Weil sind ja jetzt ein paar Kampfgewehre und alles gefallen.
Dementsprechend können wir uns jetzt hier ein bisschen was mitnehmen. Zumal das gute Plastik, das lassen wir doch nicht liegen. So, haben wir hier hinten noch zwei. Hier könnte man jetzt auch nochmal durchkochen. Die Mutanten, Hunde geben ja auch immer noch nur einen Nahkampfschaden mit dabei. Die jetzt auch schon versuchen zu flüchten. Na gut, dann lasse ich sie jetzt mal kurz flüchten. Die kommen mir gleich hinterher. Er kommt. Sneak nicht. Bin laut. Jetzt wollen die nicht. Jetzt haben sie Angst. Ah, von hinten. Von hinten. Ist er schnell einmal rumgelaufen. So, jetzt kommen wir aber eher zum Ghoul-Spot. Denn wir gehen jetzt in die Höhlen hinein. Höhlen ist sozusagen eine weitere Instanz. Dementsprechend, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Man hat halt quasi immer ein paar Gegner da. Auch wenn jetzt schon jemand in Harper's Fury ist. Solange ihr nicht in derselben Gruppe seid, ist das kein Problem. Deswegen, ja, es geht. Wie viele Gleisbolzen habe ich noch? Noch 1500. Werden wir hier aber ein bisschen zu sehr farmlastig. Deswegen gehe ich mal kurz auf Handgefertigte. Ja, eigentlich bekannt aus Daily Ops und Co. Wir wollen jetzt hier aber keine Daily Ops machen, sondern an und für sich nur ein bisschen EP sammeln. So, erstmal die Geschütze hier weg. Komm mal weiter. So, den ersten Ghoulen. So, bevorzugsweise nehmen wir natürlich hier die Ghule, die schöne Drogen drin haben. Da war mal wieder Daddy-O drin. Also wenn man jetzt als Kommando wieder mal ein bisschen Drogen braucht zum Buffen, kann man das gleichzeitig mit dem Leveln auch noch ansetzen. Man sollte aber gucken, dass man die dann auch noch lootet. Weil sonst bringt das ja nichts. So, was hast du hier Schönes? Kronkorken und Kombischlüssel. Wir mal hier hinten durch. Da haben wir schon den nächsten Ghoul. Erstmal zu den Vereinzelten. Man kann hier auch mit Nahkampf durchrennen oder sonst was. Wir machen es jetzt hier natürlich in Kommando. Da ist er auch schon gespawnt. So, wo ist der andere? Ach, da. An und für sich dürfte hier genug spawnen. An Ghoulen. Was man haben möchte. Fusionskern. Gut. Hüppeln wir mal weiter. Nee. Ist auch keiner nachgespawnt. Gut. Dann einmal durch. Jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen. Wenn man es hier ein bisschen zu verwirrend findet, ist das auch nicht so schlimm. Da ist man nicht alleine. Finden viele Leute hier so ein bisschen verwirrend, die ganze Ecke. Aber schlimm ist es bei weitem nicht. Man kann sich auch ein bisschen Zeit lassen, hier ein bisschen nebenbei looten. Man droppt hier eigentlich relativ viel, was man sich nehmen kann. So. Machen wir den nächsten. Noch ein. Werden sie langsam hier alle wach. Nehmen jetzt auch mal nur die Ghule mit. Zack, haben wir nochmal zwei. Für der nächste. Bin ich schon mal hoch. Hier hinten liegen ja auch nochmal welche. Ist halt alles außerhalb von Events und ähnlichem. Hoppala. Ein zu tief gerutscht. Stimmt, hier unten müsste doch noch einer sein, oder? Ne, der ist rübergelaufen. Da ist er. Dich habe ich gesucht, Kollege. So. Kommen wir mal gleich entgegen hier. Wo ist der andere Kollege? Noch einer sein. Der den Lärm der Dosen mitgekriegt hat. Ach, drüben.
Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich gehe jetzt hier erstmal weiter rüber. So. Alles kein Problem. Guten Morgen, die Ghule. Durchziehen hier. Man braucht jetzt hier auch eigentlich nicht so sneaky durchlaufen, wie ich das jetzt hier mache. Hier ja auch ein bisschen Remi-Demi-mäßiger machen, dann kommen sie eigentlich auch schneller zu einem hin. Nicht ihr? Erstmal andere Seite hier rum, oder wie? Machen wir mal ein bisschen lauter hier. Bisschen mehr Stimmung. Jetzt ist er da. Vorsichtig sein. Ich habe halt wie gesagt kein Feuerfest drin. Kommen mir halt selbst ordentlich was rein. Aber die Rüstung schützt halt gut. So, jetzt hier nochmal hoch. Natürlich schaffe ich es nicht, den da hinten zu treffen. Holen wir erstmal ein paar mehr. Nachgeladen hier. Aua. Nicht so viel Strahlung rein hier. Das ist immer der Nachteil vom Gleisgewehr. Wenn man es nicht schnell genug nachgeladen kriegt, das braucht immer eine Weile. So, hinter mir ist auch noch einer. Oder zwei noch. Gut, dann holen wir uns jetzt hier nochmal die Ratten. Die gleich in die Luft fliegen. Die wollt's nicht. Vielleicht den nächsten mitnehmen. Hier drüben haben wir auch nochmal eine ordentliche Runde. Einen kleinen kriminellen Ghoulen. So. Aber schon 196. Mensch. Es geht immer so schnell mit Doppel-EP. Doppel-EP für alle. So. Zack. Mal mitgenommen. Ne, du bist schon tot. Du aber noch nicht. Du auch nicht. Jetzt haben wir hier nochmal Zucker. Das nehme ich nochmal mit. Wie gesagt, looten tue ich jetzt hier unten nicht so viel. Das soll ja jetzt auch eher zum Leveln geeignet sein. So, jetzt hier nochmal kurz durch. Hier waren wir ja schon. Und da habe ich dich vergessen. Wunderbar. Und jetzt können wir schon zum nächsten Übel. Wir haben das ja hier schon mal gemacht mit der Quest. Laufe ich hier mal kurz fix durch. Hinteren habe ich nicht getriggert. So. Der kam wieder nicht aus der Ecke. Na gut. Wenn sie nicht kommen wollen, dann wollen sie halt nicht. Dann erschrocken, obwohl da gar nichts war. So, anstatt jetzt hier das Terminal schon zu aktivieren, machen wir das jetzt hier nochmal in alter Manier hier hinten durch. Aktivieren mal das Ventil, weil mit dem Ventil kommt immer nochmal ein Spawn. So, haben wir den schon mal mit. Können wir eigentlich schon wieder rausschleichen hier. Immer noch die Rubis machen. Voilà. Bin hier noch in die falsche Richtung gelaufen. So, machen wir hier mal die Pumpenstation auf. Jetzt kommen eigentlich nur noch Roboter, also
Dementsprechend, ja. Nicht weiter schlimm. Nein, schwärm mal aus. Und die Aggressodrohne, die lassen wir uns auch nicht entgehen. Die hinten liegt. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen, Leute. Naja, dann stellen wir ein. Wir sneaken uns hier weiter durch. Wollen ja auch noch ein bisschen Aluminium haben. Muss ich sowieso gleich mal gucken, dass ich mich dann hier erstmal gleich nochmal leer mache. Wollen wir noch ein Stückchen wieder zurücklaufen. Aber ist ja nicht so wild. Wir können ja jetzt auch mit unserer AP an und für sich trotzdem ganz gut zurande kommen. Habe ich mich selbst beschossen. Ah, feuerfest. Muss mal gucken, dass wir die Endurance demnächst auch hochkriegen, aber ich glaube, das werde ich nicht mehr ganz so gut schaffen, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt müssen wir hier erstmal Aggressodrohnen abwarten. Gut, die Läufer haben wir schon mal. Da ist er. Einmal auf die Kampfsperre und dann passt das. Einmal Gaudi alles mitnehmen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier mal kurz wieder rausgehen. Und zur nächsten Bastelwerkbank bezüglich Waffenwerkbank gehen. Knopf drück. Gucken wir halt nochmal ein bisschen zurück, damit wir hier nochmal wieder rausporten können. An und für sich auch immer gut, wenn man dann halt überprüfen will, ob man da nicht noch einen Spawn denn übersehen hat. Aber nö, heute nicht. Gut, dann können wir hier einmal kurz klein machen. Haben wir da sehr viel Schrott bei. Und dann gehen wir einmal da zum Capitol Building Charleston. Man könnte jetzt auch White Spring noch mit reinnehmen, je nachdem. Gehe halt gerne auch nochmal ins Capitol Building, um halt nochmal ein bisschen extra EP zu kriegen. Wirklich, es gibt dort ja auch immer einen schönen Spawn. Das sind ja jetzt eigentlich eher Fixpunkte, die in Gebäuden sind. Bei White Spring, wenn da schon jemand war, ne, ist es meistens immer ein bisschen schwieriger. So, hier einmal das Monster von Grafton mitnehmen, das schon fast tot ist. Ja genau, so lustig. So lustig fand das Monster das aber gar nicht. So. Lups. War auch schon richtig. Jetzt laufen wir nochmal kurz rüber. Hier nehme ich jetzt nicht immer jeden Supermutanten mit. Dementsprechend müssen wir sowieso mal gucken. Wenn man hier sich sowieso ein bisschen länger aufhält, dann spawnen hier sowieso gerne nochmal Verbrannte. Ja, kann man auch immer mitnehmen. Aber wir wollen ja jetzt Ghule. Dementsprechend hauen wir uns jetzt hier mit ein bisschen Ghulen um die Ohren. Da werde ich jetzt aber kurz wenigstens die Waffe wechseln. So, einmal ans Terminal. Einmal Abteilung C oder B starten. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Oder wie ihr für richtig haltet. Es geht sogar beides. Machen wir lieber die Abteilung 10, weil ich mag J47. Müssen wir nochmal kurz ein bisschen warten. Bis der Spawn ausgelöst wird. Da ist er. Schon mal der erste jedenfalls. Kommt der zweite. Der dritte. Der vierte. Der fünfte. Das war J47. Ah, ich mag JT47. Ist auch meistens immer ein Kronenmob, das heißt, man hat immer eine höhere Chance, bei ihm immer irgendwas Gutes zu droppen. Das war jetzt nicht der Fall. Und dann laufen wir schon weiter. Ne, halt, ich muss ja jetzt noch Abteilung, die andere Abteilung einmal starten. Damit die schon durchläuft, weil die brauchen immer ein bisschen länger. Das heißt, jetzt starte ich die Abteilung B. Das ist noch von J47. Dann laufe ich jetzt hier schnell durch.
Die habe ich jetzt ausgelöst, weil ich jetzt hier vorne durchgelaufen bin. Und dann riechen jetzt hier aus den Gedärmen auch nochmal ein paar Ghule raus, die man erschießen kann. Es lohnt sich halt hier ein paar Ghule zu jagen. So. Ja, mach mal Tür auf. Zack, mal den nächsten. Ich sehe gerade, die Ghule haben mich mit meiner Giftaura gestärkt hier. So, Schalldämpfer ist ja, denke ich mal, klar. Ich könnte jetzt hier auch mit einem Gleisgewehr durch die Gegend laufen, aber ich möchte jetzt hier auch gucken, dass ich hier jetzt ohne viel Schaden durchlaufe. Dementsprechend brauche ich auch einen Schalldämpfer. So, nicht und den Keller beinahe vergessen. Machen gleich das nächste Level ab. Es läuft, es läuft. So, einmal schnell zum Keller runter, weil hier spawnen ja auch nochmal welche. Alles, was man erschießen kann, erschießt man. Lohnen tut sich das auf jeden Fall. Oh, eine Quantum. Eine Quantum, die muss mitgenommen werden. Coca-Cola nehmen wir auch mit, aber trotzdem, Quantum muss immer mitgenommen werden. Ist ja sozusagen das Äquivalent zu den guten Dosenkaffee. Bloß noch mit deutlich besser und es ist auch ein bisschen schwieriger zu finden, die Quantum. Eins ist, wir haben ja jetzt durch das Nuka-Update so ein kleines Upgrade gekriegt mit dem Durstlöscher. Da verschießen die Leute lieber das Ganze. Bin ich auch einer von. Ich habe Quantum noch nie so wirklich so getrunken. Da habe ich mich dann immer auf den Dosenkaffee eher verlassen, weil man den etwas schneller zusammenkriegt jetzt als ganz viele Quantums. Und da haben wir schon das nächste Level. Aber es ist halt so, jedem sein Liebling, ne? Es gibt halt mehrere Wege zum Ziel. Und man sagt, man sammelt halt hier die ganze Zeit die Quantums, dann sammelt man die. Verschießt die dann lieber. So, einmal Schrauben kann ich nochmal mitnehmen. So, kommt mal raus hier. Aus eurem Dreck. Wir wollen hier doch noch ein bisschen was. Guck ich hier die ganze Zeit die Mülltonnen wieder durch, obwohl hier gar keine Sachen mehr drin sind. Ich habe ja den Perk nicht drin. Raum brauche ich eigentlich auch nicht. Ich habe noch sehr viele Schrauben. So. Ah, Wunderkleber nehmen wir mit. Lebt gut, ist gut. Wir auch schon langsam zu den letzten Ghulen. Die sind ja meistens langsamer als man selbst. Und ich nehme immer schon wieder zu viel mit. Oh. Da wollte er mir nochmal zeigen, dass er da ist. Aber den hatte ich ja gesucht. So, jetzt laufen wir nochmal bis zum Anfang zurück, weil wir haben ja Abteilung B gestartet. Die müssten mir jetzt eigentlich auch schon teilweise hinterhergerannt sein, wenn sie es mitkriegen. Wie zum Beispiel hier. Und hier. Na, nun, lass mich schießen. Noch mehr Strahlung wollte ich nicht abhaben. So, next. Und da sieht man eigentlich schon, da kommen jetzt noch mehr. Man fordert halt ein bisschen Respawn mit heraus. So. Jetzt. Gehen wir kurz hier durch. Gucken, ob hier noch was überhaupt noch was übrig ist. Ah, ein bisschen was ist noch da. Ein bisschen was war noch da. So. Nochmal ein bisschen EP. Oh, free. Haben wir hier oben noch im. Hier ist was. Wozu hängen die hier oben halt auch ein bisschen fest? Ah ne, da hinten.
Gut. Dann sind wir auch soweit durch. Dementsprechend, komm, jetzt machen wir nochmal einmal einen Golfclub, damit es dann halt auch richtig gepasst hat. Dann haben wir halt nochmal den Golfclub jetzt nochmal mit drinne und dann haben wir ein paar Cool Spots jetzt abgearbeitet. Aber wie gesagt, beim Golfclub muss man ja nicht reingehen und hat dann halt permanent alles zur Verfügung. Sondern, ja, wir laufen jetzt nur den Golfclub. Also nicht jetzt noch hier einmal kurz außen rum die 5, 6 Ghule, die da sind. Okay, sind ein paar mehr als 5, 6, aber ich denke mal, man weiß, was ich damit sagen möchte. So, jetzt hier einmal kurz nochmal die Ghule rausjagen. Einmal im Kreis gelaufen. Eine Runde. Ich will mal kurz noch die hier draußen ab. Hier stehen nämlich auch immer noch zwei und Hirsche. Die sonst wieder ein bisschen irritierend für die Ghule sind, wenn man schleichen tut. Lebensretten, Explosionsschutz und Gewicht von Waffen. Bei Explosionsschutz und Gewicht von Waffen. Na gut, man kann es auch über Strahlung regeln, dass man stirbt. Setzt aber dann halt auch eine Strahlenwaffe voraus. Oder halt irgendwas, um sich Strahlung zuzufügen. Na gut, giftiger Schleim halt. Beispiel. Ist ja immer eine beliebte Methode. Nur Problem, giftiger Schleim. Ja, mal funktioniert er eine ganze Weile, mal funktioniert er halt nicht. Da weiß man immer nicht, ja, läuft das jetzt, läuft das nicht. Immer schwierig. Aber na gut. So, jetzt hier nochmal kurz durch. Erschießen, bevor irgendwas zurande kommt hier. Zwischendrin natürlich immer ein bisschen looten. Könnte ja ein Drogenghoul dabei sein. Was Legendäres, was man jetzt nicht gesehen hat. Oh. So, next, next. Mal alles mitnehmen. So, du darfst auch aufstehen. Oh, na komm. Jetzt fehlt mir so wenig, um nochmal ein Level abzukriegen hier. Dann laufen wir nochmal bis zum Level up hier hinten durch. Das reicht ja dann. So, Hirsche haben wir auch. Das heißt, ich nehme die hier hinten auf einen guten Steg hier. Stehen da ja immer. Und dürften fürs Level Up locker reichen. Wie ich es gesagt habe. Leider haben wir auch hier das kleine Nuka Quantum Ding hier noch. Nee, diesmal hat er nur eine Nuka Cola Flasche in der Hand. Quantum wäre natürlich besser gewesen. Kann auch eine Quantum sein. Sieht immer am geilsten aus, wenn er denn die da hält. Hauptsache die Quantum. Aber gut, wir haben jetzt nochmal ein Level geschafft. Dementsprechend machen wir jetzt hier cool-tastisch einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.